Ja, weil das auch viel logischer ist. Denn wenn man einen gebrochenen Knochen hat, kann man wieder gehen, wenn man nichts mehr fühlt. Mhm. Also ne, ich habe ja jetzt ein Walkie-Talkie dabei. Ich frag mich, also ich kann es irgendwie nicht in die Hand nehmen oder so. Ja, vielleicht ist das noch nicht implementiert, aber den Gegenstand gibt's schon. Das heißt, wir, ne? Wir haben den richtigen Riecher. Ich habe einen Revolver hier drin. Naja, der war da vorher schon. Naja, aber ich meine, ne? Das ist meiner, der alte. Sicher? Hier ist kein Painkiller drin in diesem First. Nehm ich den einfach mal mit. Nee. Da hab ich schon geguckt, da gibt's nur Alkohol. Der hilft hier aber auch nicht. Komischerweise. Ja, trinken? Nee, na gut, dann siehst du es noch mehr verschwommen. Ja. Dann kann ich direkt auf 3D umschalten. Ja, geil, wenn das gehen würde. Hier, das mit Oculus Rift. Ja, ich so kann ja mit dem Monitor in 3D spielen, aber das Problem ist halt, dass er es doppelt rendert und dass das Spiel dann auf 10 Frames läuft. War hier nicht irgendwo da. Außer ich spiele das auf 720p, das würde natürlich gehen. Nee, also so wie der das in dem Video gemacht hat da, was hatte der? Der hatte einen Oculus Rift und noch ein bisschen Zusatzausrüstung. Ja. Mhm. Ja, wie ein eigenes System. Und wahrscheinlich ein eigenes Spiel dafür. Ja. Wenn das hier gehen würde, das wäre so geil. 90% wandern. Total super. Bewundern Sie die Landschaft. Habe ich da Schüsse gehört? Ich weiß gar nicht, ob du das Video gesehen hast. Das nicht. Im Prinzip. Ich habe Oculus Rift schon mal gesehen, aber jetzt nicht das speziell. Nee, das war nochmal spezieller. Und zwar hatte der Typ überall an Händen, Füßen auch noch so. Ja. Ach so, Sensoren und quasi durch Bewegung wird das dann über alles übertragen. Aber wirklich 1:1, der hat sich die Waffe hinter den Kopf gehalten und hat hintenrum einen erschossen. Das sah also ziemlich stark aus. Ja, das klingt cool. So, wir suchen Painkillers. Zum Laufen hat er, glaubst du, einen Wii-Controller in der Hand. Also so einen Nunchuk von der Wii. Ja. Ja, die kann man ja im Ort auch, im Raum relativ gut orten. So rum. Ich gehe hier mal eben rein. Ja, okay. Nicht im Ort raumen, das wäre falsch. Warum kannst du die im Ort nicht raumen? Weiß ich nicht, weil es das Wort nicht gibt. Noch nicht. Noch okay, ist nichts. Man kann ja mal eine Liste zusammenstellen von Wörtern, die man während eines Let's Plays erfunden hat. Dann mal an den Duden senden. Ja, ich meine, die haben ja Zombie auch schon reingenommen, ne? Ich höre einen Zombie. Ja, ja, Zombie läuft dann bestimmt unter Fabelwesen oder so. Ich mach. Nee, Zombie ist, glaube ich, ein Mensch, der orientierungslos und Zombie ist kein Mensch. Ja. Den nächsten Zombie, den wir sehen, den würde ich gerne mal mit der Waffe erschießen. Okay. Kannst du gerne machen. Wir laufen jetzt alle komischerweise mit Waffen rum, weil wo wir einen Spieler mal gesehen haben, sind wir alle paranoid geworden. Ja, ich habe jetzt eine Axt ausgerüstet, weil hier Zombies sind. Okay. Hier ist keine. Man wird so unheimlich unvorsichtig. In der Mod bin ich immer gekrochen durch die Städte. Was hab macht mich ihr kaum. Was? Ich hier rennt woanders lang als ich hier. Ja, aber ich meine, ich finde halt, die Zombies sind noch relativ schwach. Und wenn du eine Axt hast und da sie nicht neu spawnen und wenn du eh weißt, es gibt hier wenig. Ja, klar. Hier in dem Standalone ist das halt noch so. Nur dadurch wird man so unvorsichtig, dass man später Probleme kriegen wird, sich wieder umzustellen. Ja, ich sag mal, das merkst du, wenn du dann dreimal gestorben bist und tierisch enraged gehst. Im Nachhinein, ja. Wie geht's Dennis, noch? Bist du da? Ja. Achso, das ist wieder die Haustür, okay. Achso, das bist du. Ich bin hier vorne. Ich bin noch im Haus, ich komme jetzt raus. Allerdings muss ich kurz die Pixel orten. Vielleicht kann ich einen Anti-Gauss-Filter drauflegen im Nachhinein und dann sieht man es wieder klar. Ja, ich glaube, so funktioniert das nicht. Dennis, du siehst aus wie jemand aus der japanischen Armee. Mhm. So mit Kappe und so. Wo seid ihr denn? Ich glaube, das ist kein japanischer Kappe. Auf dem Feld. Ah, okay. Richtung Stadt. Dann halt jemand aus der asiatischen Armee, so. Hä? Ach, was hattest du dir eben gesagt? Auf dem Feld? Japanisch? Ich sehe nicht besonders weit, deswegen. Wir sind auch nicht so weit. Ja, ich laufe mal eben zurück. Schwarzes Haus, gehen wir zu einem schwarzen Haus. Ach, da, ja. Dann seid ihr in die andere Richtung. Was heißt in Richtung Stadt? In die Stadt, ja, da hinten halt. Das da auch immer ist.
stadtmäßig. Du meinst Krasnostav oder? Ja. Okay. Da ist er doch. Yay. Ja. Ich bin unten raus. Dachte, warum? Ich gehe mal den Alternativweg. Ohne rum? Hm. Ja, geil. Ab und zu geht das mal. Also alles, was wir sehen, wird erschossen. Außer uns. Okay. Und Zombies. Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ich will ja auch mal einen Zombie erschießen. Ja. Lord Tunic. Nein. Was, Lord Thunfisch? Ein Tunic, so ihr wie ihr könnt Tunak. Ja die ganzen imaginären Hasen erschießen, die ihr immer seht. Genau. Ja, klar. Dann gibt's falsche Hase. Ach nee, Moment, das war ja was anderes. Immerhin Essen. Ja. Und Tiere sollten ja auch demnächst mal kommen. Das wäre schön. Kann man die dann auch töten und looten, so mit Fleisch? Mhm. Das wäre Sinn und Zweck der Sache, oder? Ich meine, keinen anderen Zweck hat ein Tier hier in diesem Spiel. Halt! Mein Zombie. Warum sonst sollte man hier ein Tier implementieren? Okay, also ich wackel gerade noch ziemlich. Ja klar, weil du gerade die ganze Zeit gerannt bist. Ja. Also ich denke, wenn du dich hinhockst, ist das besser. Er ist tot. Ja, also es geht. Ich habe jetzt halt nur ziemlich verzogen. Trotz Schalldämpfer hört man aber noch ordentlich was. Also das Klacken ist relativ laut. Ja gut, das heißt, wenn jetzt hier irgendjemand ist, der weiß, der ist vorgewarnt. Ah, lass mal hier lang. Jedenfalls in der näheren Umgebung, ja. Können wir mal eben die Schule durchgucken? Das sind mal so die Hauptanlaufziele. Ja, und? Wir wollen Action. Eben. Ja, das wäre mal Abwechslung, ne? Ja gut, aber das ist halt auch kein Action-Zombie-Shooter. Okay, ja, es war jetzt gerade eher noch auf die letzte Begegnung als Ironie bezogen. Ach, hier gibt's Cornflakes. Hab ich schon. Wer also was zu essen möchte, hier gibt's eine Orange. Die esse ich mal. Ich bin gerade auf dem Dach, also Vorsicht. Ja, ich bin erstes, also Erdgeschoss. Ja, ich bin auf dem Dach und ich gehe jetzt gleich komplett aufs Dach. You are already using something. Ja, dann nimm sie halt mit. Okay, ich gehe zum ersten Stock. So. Bin da. Da unten an der Vorratskiste, aber ansonsten gibt's ja auch nichts. Immerhin Cornflakes, ne? Ach komm, ich nehme die mal mit. Obwohl Cornflakes auch das Wasser ziemlich abziehen, leider. Das ist so ähnlich wie mit Reis. Kannst du die nicht, wenn du Milch findest, die zusammentun und dann... Ich weiß nicht, ob da schon drin ist. Ich habe jetzt eine Weste an, eine Militärweste. Da kommt ein Zombie gerannt. Wohin? Zu uns? Ja, Richtung Schule, aber ich verstehe nicht warum. Der war hinten auf dem Feld. Ja, vielleicht gehört oder was weiß ich, den Schuss. Also wenn der, ja den Schuss, genau. Wenn der in die Richtung sowieso schon war. Ne, jetzt kommen da mehrere Zombies Richtung. Können die mich auf dem Dach sehen? Stimmt. Dann laufen die gleich unten in die Schule rein, ne? Passt auf. Ja. Ich bin erst. Oh, weh. Ah, Achtung, das bin ich. Ah. Okay. Ja, war. Lauf mir doch nicht genau vor den. Ja, vor mein Typ ist da ist noch einer, wenn der Rest. Mein Typ ist automatisch gelaufen, der wollte nicht aufhören. Autsch. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass die mich auf dem Dach sehen können. Ach, doch. Nicht. Noch einer? Nein, das bin ich. Also ich gehe jetzt wieder vom Dach runter, ne? Mhm. Was? Ich bin erster Stock. So. Ich bin jetzt im zweiten Stock. Ich bin auch wieder im ersten Stock. Liegt hier nicht weg? Ne, ist ein Motorradhelm. Ich komm da jetzt runter in den zweiten. Ja, ich bin Erdgeschoss. Okay, hier war also nichts. Ich guck mal kurz auf der Karte, da gibt's nämlich ein Medical. Ne, zwei Medical Loot-Dinger. Einmal die Schule, schätze ich mal. Schule. Und das andere ist so ein Privathaus. Ja, dann. Dabei. Jetzt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich alles schon so getestet ist, wie das hier angegeben ist. Ja. Die Frage ist halt, wer hat das da reingeschrieben? Waren das die Entwickler oder Leute, die meinen, dass das so wäre? Ja gut, kommt halt drauf an, was da findest. Vielleicht haben sie da ein Medikit gefunden. Ja, nur dann Prozentzahlen anzugeben, zu welchem Prozentsatz das und das spawnt, ist schwierig. Ja, dann ich würde die Prozentzahlen da eh rausnehmen. Links Zombie. Ich mach zwei Zombies. Moment, hier ist der Supermarkt? Ja, Vorsicht, Zombies sind kein Problem. Ja, mach. Hinter dir. Vorsicht, das sind drei.
Ja, das macht ja nichts. Hier. Okay, meiner ist weg. Meiner tanzt noch. Ja, ist ja gut. So. Okay, ich gehe in den Supermarkt. Jo, da ist noch ein Zombie rechts. Ja. Ich habe auch gerade einen gehört. Ja, da kommt er. Machst du? Ich mach das schon. Stefan, würde ich sagen, behält die Waffe, weil du jetzt schnell Folge wäre. So. Falls mal irgendwas passiert. Hier ist 45 ACP. Das ist für mich. Hast du jetzt auch eine Pistole? Was? Ich habe schon lange den Revolver. Nee, eine Pistole, die 45 ACP war für die sagen, Pistole. Das ist nicht Revolver. Revolver habe ich ja auch. Ach, die 357 waren für mich. Richtig, ja. Ja, schon gut. Dann nehme ich die mal mit. Ja, für dich sind die. Moment, der eine Typ hatte ja eine Pistole dabei. Theoretisch hätte ich die besser mal mitgenommen, weil die besser ist als der Revolver. Ja, die wollte ich auch gerade, aber die war kaputt. Ach so, ich habe doch ein Weapon Cleaning Kit. Ja, aber ich habe sie gerade genommen und dann ist die Leiche weggegangen und dann steckt das. Dennis, hast du die Kugel jetzt genommen? Weiß ich nicht. Nein. Wo sollen die sein? Die waren da eben auf dem Regal. Okay, ja, dann halt nicht. Egal, ich habe eh genug. Gut, dann werde ich in der Zeit mal kurz meine Waffe säubern. So, you have cleaned Mosin. Stimmt, weg, lol. Okay. Habe ich dir irgendwie. Warn immer noch. Nee. I want to eat something. Okay. Eat doch was. Ich gehe mal in den Back-Bereich. Ich stelle mich dazu aber ins Eck. Ich esse lieber in der Ecke. Ey, was ich cool finde, wenn man die Waffe in der Hand hat, dann sieht man, also man sieht ja im Inventar, was man gerade in den Händen hat und so. Ja. Und mit den ganzen verschiedenen Magazinen und Aufsätzen, die sieht so übelst zusammengeschraubt aus. Ja, so total aus. Das ist schon echt cool gemacht. Ja. Auch, dass man überhaupt die Sachen im Inventar in 3D angucken kann, finde ich ziemlich cool. Das müssen sie noch ein bisschen fixen, aber danach wird das richtig geil. Ja, denke ich auch. Ich habe eine gelbe Kette. Wenn die sich am falschen Punkt drehen und dann plötzlich aus dem Bild rausdrehen. So, hier oben haben wir noch. Ein paar. Manchmal habe ich so das Gefühl, es spielt sich noch ein bisschen träger. Also, wenn sie es noch ein Tick flüssiger spielen würde. Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich schon ganz gut zur Mod jedenfalls. Ja, nein, du, ist auf jeden Fall gut. Ich sag nur, wenn es noch würde, wäre noch besser. War so also, der Kern meiner Aussage. Ja. Bei der Mod war es ja noch viel, viel schlimmer. Also was da manchmal in Trägheit war. Allein schon, dass du stehen bleiben musstest, um eine Waffe auszurüsten. Und mit dem Springen konntest du ja im Sprint nichts machen quasi. Also war schon sehr, sehr bleh. Okay, Freunde. Okay. Ja, ich komme wieder. Hier klingelt gerade das Telefon. Das ist sehr schön. Bitte. Verhalte dich. So, ja. Also hier habe ich jetzt erstmal alles drin geguckt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir gehen... Ja, wir waren eben auch, Stefan, hier. Naja, ist richtig. Ist natürlich Blödsinn, jetzt wegzulaufen, wo der da rumsteht. Na ja, gut, ich habe anscheinend eine ganz gute Gesundheit, ne? Ist ja, nur dann... Ist verschwommen, ne? Ja, Penkenagelöhn. Ein bisschen seltsam. Guck mal gleich, wo wir noch hingehen können. Wir können ja theoretisch... Rechts zur Hauptstadt da. Nein, die Hauptstadt aber. Ja, an die Küste meinst du? Ja, genau. Das wäre aber extrem risikoreich. Ja, wollen wir ja. Ja gut, dann gehen wir nach Berezino. So, hier gleich nach Süden. Ja, dann vielleicht erst nach Dubrovka und dann nach rechts. Ja, der Server ist immer noch ziemlich voll. Ja, das ist so schön. Haben wir noch Stefan. Ja. Ich erschieße ihn einfach und wir gehen Uni. Der hat doch eine M4, oder? Wir können dem ja auch einfach jetzt Handschellen anlegen. Genau. Den und dem zwingen, dann verrottetes Obst geben. Genau. Ich meine, die Leute wollen doch Action, oder nicht? Mhm. Aber es wäre doof, weil er gerade die Kamera ist. Ach ja, richtig. Aber wir können die doch mitschleifen, oder? Weiß ich nicht. Die Munition ist wirklich weg hier. Naja. Ach doch, halt, da ist sie doch. Ah. Was? Die brauchen Munition. Manchmal so lange zum
spawnen die Sachen. Ja, ja. Ne, die lagen jetzt irgendwie da unter. Also ich habe jetzt 30 plus Magazin mit 15 für die Pistole. Ja, also gerade... Größeres Magazin habe ich auch noch und nochmal meine Muni habe ich noch, 30 Stück mindestens. Ja. Ich sollte ihm eigentlich mal die ganze M4-Munition geben, weil davon mein Inventar wirklich total voll gemüllt ist. Ich habe 100 Munition dafür und 3 Magazine und die verbrauchen total viel Platz. Wenn er Platz hat? Das sind halt 7 Plätze allein schon nur für die blöde Munition. Das wäre schon ganz praktisch. Dann hab ja, ich aber wahrscheinlich könnte er jetzt einen Anruf und muss los. Ja. Obwohl ich glaube nicht, dass er Bereitschaft hat. Oh, ich kann... Moment mal. Ich kann die 762 Munition in ein Magazin reinpacken? Ja, kannst du. Sicher. Funktioniert das auch oder steht da einfach nur... Das wird orange. Aber ich kann das Magazin ja, orange, nicht in die Mosin tun. Ja, klar. Es gibt ja keinen. Aber dass es orange wird, heißt nicht, dass es auch funktioniert. Weil wenn ich meins da reinpacke, dann steht da auch das not fit. Aber es ist orange. 7,62? Ja, das ist ja, hier die Mosin-Munition. Genau. Da fällt mir gerade ein, dass ich theoretisch auch mal... Ach ja, du hast auch eine, ne? The Mosin is already full, ja. Ja, ich habe auch eine. Mit dem okay. Killer-Scope. Ich habe auch einen Scope, aber man ist kaputt. Was habe ich denn für einen Scope? PU-Scope 3,5. Ich habe auch einen, ja, habe ich das gleiche. Ja, from World War II Ära. Mhm. Ist natürlich super. Ja, das hat gar nichts. Deutsche ja, Freunde, ich bin wieder da. Yay! Welcome ja, wir, und wir begeben uns jetzt instantan außerhalb der Stadt, weil ich muss mich ausloggen und muss zur Arbeit. Wusste ich's doch, ich wusste es. Alles klar. Da kann ich jetzt gerade leider relativ wenig gegen machen. Ja, nö, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja ein bisschen aufgenommen. Für die Leute draußen wird's ja wahrscheinlich eh keinen Unterschied machen. Nee, ja, eigentlich nicht. Ich weiß, dass ich den Hügel hier gerade nicht hochkomme. Ja, ja. So. Bist du fett. Lauf, Soldat, los! Viel dabei. Ja, wieder an der gleichen Stelle wie vorhin. Serverwechsel. Ja. Jo. Also dann sage ich schon mal, das war's. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen Day-Zetane Action bieten. Ey, wir haben Menschen getötet. Schon wieder ein neues Wort. Geil. Und das nächste Mal gibt's mehr Leute. Tote. Genau, mehr Tote, mehr Action, mehr Explosionen, mehr alles. Und das alles beim nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß und tschüss. Ciao. Genau, bis dann.